Hey, ja, willkommen zurück zu Star Trek Voyager Elite Force zur nächsten Annahme-Session. Ja, wir sind immer noch auf der Scavenger-Base unterwegs und suchen Telsia. Ja, letztes Mal haben wir allerdings erfahren, dass sie auf der Krankenstation sich wohl befindet. Und ja, wir müssen entsprechend dorthin kommen. Also machen wir das jetzt, und zwar, ja, in der Mission die Infiltration. Die spielen wir jetzt. Und ja, wir versuchen natürlich weiterhin zu schleichen. Finden und retten den Telsia hier, ist unsere Aufgabe. Ja, wie immer. Taktische Info, immer noch dieselbe, sehe ich gerade. Also, ganz weiter konzentrieren und versuchen hier, sie zu retten. Ja, immer noch auf diesem Schiff der Constitution-Klasse. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit patrouillieren müssen. Es sieht nicht so aus, als ob die Malonen zurückkehren, nach allem, was wir das letzte Mal mit ihnen gemacht haben. Es sind nicht die Malonen, über die sich der Captain Sorgen macht. Es sind diese verdammten Klingonen. Okay. Da kommen wir nicht vorbei, würde ich sagen. Kommen wir hier hin? Nirgends, okay. Hier ist hier irgendwas. Nein, hier unser Healer aber hier lang gehen könnte. Okay, gleich machen wir mal hier weiter. Was war das? Ich Scheiße. weiß nicht. Ich denke, wir überprüfen das besser. Oh. Nun, keiner, ne? Kommt keiner. Irgendwelche Berichte? Ja, ich langweile mich zu Tode. Einfach die Augen aufhalten, okay? Ja, was auch immer. Ihr Goldhemden seid so faul. Ja, ihr in den roten Hemden glaubt auch, euch gehöre das Schiff. Passen Sie auf, was Sie sagen. Pass auf, was hinter dir geschieht. Okay. Was ist mit dem? Ich verstehe, es läuft, macht er ja nichts. Da ist einer. Kontrollkonsole. Okay. Oh. Und es kümmert ihn gar nicht, der davor steht oder was? Kann ja sein. Brauchen wir nicht. Okay, und haben wir was denn hier zu tun? Aha. Ah, das ist die Krankenstation und hält's hier. Wer ist der? Läuft immer hin und her, kann das sein? Okay. Er hat nicht viel Zeit. Er hat halt nicht viel Zeit. Am besten sofort durchlaufen. Das ist gar nicht so einfach.
komm her. Jetzt bleibt wieder stehen und dreht er wieder um, ne? So. Oh, und du gekommen. Yes. Mann, Rowan Foster, ich weiß, wo Telsia festgehalten wird. Aber die Gegend wimmelt nur so von Scavengern. Es ist für mich unmöglich, sie zu holen. Riskieren Sie nicht die Mission, Monroe. Wenn Sie in einer ausweglosen Situation sind, werden Sie wahrscheinlich abbrechen müssen. Telsia wusste, worauf sie sich eingelassen hat. Sie würde nicht wollen, dass Sie umkommen in einer hoffnungslosen... Warten Sie einen Moment. Ich habe eine Idee. Monroe, Ende. Was wird das denn jetzt? Aha, achso, wir verkleiden uns jetzt einer als von denen. Ah. Ah. Okay, nur einer von denen. Jetzt können wir hier ganz. Können wir uns verstecken? Können wir uns hier ganz normal rumlaufen? Mal gucken hier. Frage natürlich, wo kommen wir, wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist denn Tels hier? Ah, guck mal hier. Das ist eine Agoniekammer übrigens. Das ist übrigens eine. Ja, der macht dann doch, macht dann doch seinen Gruß. Kann man leider nicht erwidern, obwohl wäre vielleicht nicht so gut, ja. Ist ja eher. Ja, ich sag ja Imperatorgruß halt, ne? So, müssen wir doch da lang. Okay. So, hallo. Ja. Okay, Lebensenergie. Waffen aufladen, die wir eh noch nie brauchen, aber... Könnt ihr überhaupt schießen, wenn ich wollte, aber mache ich lieber nicht. Ja. Hier geht's tief runter. Also ganz runter kabeln, so. Kann man hier ein bisschen befreiter rumlaufen. Das Gute. So. Hallo. Ich bin auch hier eingeteilt zur Patrouille. Hier wimmelt es ja von denen. Das war nicht mal übertrieben. Was ist das hier? Die wimmelt das wirklich von denen? Ja, das ist wieder so ein Fall für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Da kommen wir gerade her. Gehen wir mal hinterher, gucken, wo die uns hinführt. Das ist eine Sackgasse. Wo laufen, machen die Patrouillen hier? Eine Sackgasse, wo keiner lang gehen kann. So, gut, dann gehen wir mal ihm hinterher, ne? Hallo, ne? Ah. Sieh da, diese Gefangene ist ein bisschen stur. Bringen Sie mir das Veritrax 12 aus dem Labor. Es ist das blaue Hypospray. Veritrax 12. Wo ist denn das? Wo ist das Labor? Ah. Wahrheitsserum. Und was haben wir hier noch? Soll den null Beruhigungsmittel. Das ging doch gut. Kann man ihn damit attackieren? Es wird langsam Zeit. Was soll das? Ich habe gesagt, das blaue Hypo. So. Ich bin es, Alex. Gott sei Dank. Können Sie die Fesseln lösen? Super. Haben Sie gefunden und befreit. Ohne es abzugeben. Der einzige Weg zurück zum Extraktionspunkt führt durch das Kontrollzentrum. Und das ist bestimmt bewacht. Okay, dann müssen Sie so tun, als ob Sie meine Gefangene wären. Oh, Monroe, bitte, das ist der älteste Trick der Welt. Bessere Vorschläge? Okay. Hier, folgen Sie mir. Was?
Muss ja nicht andersrum sein. Ja, wir haben ihn eliminiert, den Doktor außer Gefecht gesetzt. Bringen Sie Telsia und das Idrisium zum Extraktionspunkt zurück. Gut. Mann, läuft die hier schnell. Ich habe den Code für die Tür. Eine Sekunde. So, gut. 4 von Ihnen, aufgepasst. Okay, aber wieso läuft es eigentlich vor? Ja. Wo bringen Sie sie hin? Sie ist meine Gefangene. Warum haben Sie sie hier hingebracht? Ich habe niemandem gesagt... Moment, wer sind Sie? Männer, nehmen Sie sie beide fest. Welche Tür ist eure Rung? Die Tür ist eure Rung wahrscheinlich. Aufmachen. Captain. Was ist das denn? Gut geschossen, Monroe. Ja, ne? Bisschen geübt in der Sinnzeit. Wo war die Kontrollkonsole? Hier war eine Kontrollkonsole. Oh, da kommt keiner mehr lang, ne? Da kommt keiner mehr rein. Gut. Oh, ja. Ah. Fällt hier alles klar? Ach, das soll die Brücke sein. Wo sind die jetzt abgeblieben? Auch hinter uns. Kommt wieder nicht durch die Tür. Hahaha. Jetzt ja. Kommt nicht durch die Tür. Okay. Ich glaube nicht, dass Ihr Gefangenentrick dieses Mal funktioniert. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Ich habe Ihnen gesagt, dass das der älteste Trick der Welt ist. Ist das der einzige Weg zurück? Der einzige. Okay, ich habe eine Idee. Ich gehe dorthin und lenke Sie ab. Sie dürften mich mit dieser Verkleidung nicht erkennen. Zumindest nicht sofort. Während Sie abgelenkt sind, stehlen Sie sich raus. Nehmen Sie alles an Isodesium mit. Aber was, wenn Sie erkennen, dass Sie keiner von Ihnen sind? Sind Sie sicher? Ich yep. komme schon klar, ganz sicher. Gut. Hey, Monroe. Der letzte dort ist ein denebianischer Schleimteufel. Okay. Hey, was machen Sie hier? Der Captain hat mich heruntergeschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Wirklich? Ich habe nichts vom Captain hierüber gehört. Oh, ja, die Kommunikation ist ausgefallen. Er hat mich heruntergeschickt, um es persönlich zu berichten. Uns was zu erzählen. Dass ich komme? Ich glaube nicht, dass ich Sie schon mal gesehen habe. Wer... Alle Mann, Alarmstufe Rot. Ein Eindringling ist als einer von uns verkleidet. Mit einer Frau. Sie haben den Captain getötet. Sie sind auf jeden Fall festzunehmen. Oh. Tötet ihn. Ja, ups, hoppla. Sie auf, Eindringling. Ja. So. Dann weg mal über. So, platt gemacht und das war's dann. So, wie sieht's aus? So, ich hoffe, jetzt können wir mal zurück. Ich hoffe, die Tür ist immer noch zu. Wie haben wir das eigentlich mitgekriegt, dass wir als die verkleidet sind? Wo wissen die das eigentlich? Weil wir alle getötet, ja, alle Zeugen. Ja, ist doch so. Ja, die hätten das gar nicht wissen können. Die haben die Tür nämlich kaputt gemacht. Die können nämlich gar nicht rein. Und die wissen ja nicht, dass wir als verkleidet sind. Ja, und vielleicht haben die jetzt gesehen, dass da das fehlt. Naja, ich weiß es ja nicht. Ne? Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. So.